es soll eben nicht das berühmte Zeichen sein. Da bin ich eigentlich rigoros dagegen. Ich hatte letztens gerade eine Reportage gesehen, wo es da hieß, ja, wir sparen eigentlich nichts, wenn wir das Gebäude nicht mehr anstrahlen, aber wir wollen ein Zeichen setzen. Ich will mich da nicht wieder auslassen, aber ich halte das für hochgradigen Unsinn, was hier passiert, dass man so, wir frieren jetzt alle und zeigen, wir machen das Licht aus und dann ist in der Ukraine Frieden. Wenn man wirklich Frieden in der Ukraine haben wollte, dann sollte man bitte schön keine Waffen mehr hinliefern. Und im Stadtrat ist das Energiesparen ja auch diskutiert worden. Und da gab es eine relativ klare Ansage von unseren Stadträten eben. Wir haben gesagt, wir sehen das nicht ein. Es gibt genügend Energie auf dieser Welt. Es ist ja auch so. Genau genommen ist das ja ideologisch programmiert. Man lehnt Atomstrom ab, man lehnt Braunkohlestrom ab, man lehnt im Prinzip auch den Nord Stream 2 ab. Ich will das jetzt nicht bewerten. Das macht man einfach schlicht. Und dann sagt man so, jetzt haben wir keine Energie mehr, jetzt müsst ihr alle mal sparen. Und damit ihr zeigt, dass ihr alle richtig begeistert seid, dann bitte eben hier das Licht ausschalten. Und das ist, ich weiß aus meiner Sicht, das ist absurd, was hier passiert. Und diese ganze Kriegstreiberei noch nebenbei, mir wird da einfach schlecht. Und wenn ich früh die Zeitung aufmache und lese dann immer irgendwie, dass wieder die russische Armee im schlechten Zustand ist und die sind demotiviert, aber die Helden der ukrainischen Armee und so, das ist so übelste Kriegspropaganda. Also ich fühle mich wirklich so erinnert an irgendwelche Kriegsfilme aus dem Zweiten Weltkrieg. Da war das genauso. Und ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wie die Grünen hier losrennen und die pazifistische Partei schlechthin hier sich da überschlägt mit irgendwelchen hier Zusagen. Ich finde das skandalös. Ich denke, wir haben in Deutschland genügend Probleme und wir sollten bei uns mal anfangen, hier aufzuräumen und unsere eigenen Probleme in die Hand zu nehmen. Das machen wir nicht, aber wir erzählen anderen immer, wie sie es besser machen müssten und kriegen selber nichts mehr auf die Reihe. Das ist eine Katastrophe. Deswegen, wir machen immer das, was notwendig ist, aber wir bauen keine Herden ein. Und weil ich das mehrfach öffentlich gesagt hatte, ich bin auch gefragt worden mit der Schwimmhalle, das war natürlich ein schlechter Gag. Ich habe immer gesagt, wir befüllen bloß die Schwimmbahn 1 bis 3 und 4 und 5 nicht. Das war ein Spaß, geht natürlich nicht, aber Nicht so ich ganz. wollte diesem ganzen Unsinn auch mal mit Ironie begegnen.